Ja, heute am Freitag gegen 23.36 Uhr kam es zum Raubüberfall im Bereich Neutraublingen in Spielhalle. Da betrat ein bislang unbekannter Täter die Spielhalle und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Er erbeutete einen hohen dreistelligen bis vierstelligen Betrag. Die Spielhalle war noch mit Nutzern besetzt, also da waren noch Spieler drin, und ist anschließend geflüchtet. Die Fahndungsmaßnahmen laufen im Moment noch nach dem unbekannten Täter, und wir sind da guter Dinge, dass wir dem habhaft werden. Ja, ansonsten werden wir wahrscheinlich jetzt noch nichts sagen können, oder? Perfekt, danke. Genau, vielleicht, dass man ganz kurz mal die Täterbeschreibung, soweit man es schon sagen kann. Ja, also wir gingen noch von einem Einzeltäter aus, von einem männlichen Täter, der ca. 1,85 groß ist, eine korpulente Statur hat. Der war begleitet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer Jeans und hatte eine Maskierung in Form einer schwarzen Sturmhaube. Der Täter hat mit einer Waffe, unter Vorhalt einer Waffe, das Geld gefordert. Das geraubte Geld hat er in eine mitgebrachte Tüte, eine weiße Tüte, verpackt. Okay. In den Fahndungsmaßnahmen waren starke Kräfte der Polizei eingebunden, unter anderem auch ein Polizeihubschrauber. Schussabgabe? Ja, richtig. Also leider kam es in dem Lokal zu einer Schussabgabe durch den Täter. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.